And after all you said to me, I just can't stop to try to be your man. You just don't fulfill your needs. You just wait another day before you try. Stand up, move on, get on your feet to fill your heart with me. I just wonder if it's not too late tonight. Reality caught up with me. I didn't believe you won't belong to me. But in my mind you're still up there. Who knows which kind of thoughts you've got to share. I'm waiting for the rain to fall.
ready to fall. And I'm waiting, I'm still waiting, I'm waiting now for you to call. If we turn back time to the day your mind will be falling low, but I'll never mind again. I don't wait for you now anymore. I don't wait for you. Being born with fears, but never spend the thought to lose control. Even when they come to tears, their actions always show that they don't know. The world is rising up in light. We only try to make. What you refuse to know. The world is full of wounds to heal. Release outdated views and let it go. The world is rising up in light. We only try to make this place our own. No, no, no. I swear I won't give up. Found the key to change, they've always found a way to reach their goal. Oh, now's our time to rearrange. We all must take the blame and use our soul. To use our soul. The world is rising up in light. We only try to make. Impro Late Night, denn sie wissen nicht, was sie tun. Impro Late Night, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Theater Essen Süd mit der Impro Late Night Show, obwohl sie heute Impro Schwitz Show heißt. Ich hoffe, euch ist auch heiß genug für diese Show. Wir sind hier im Keller, es hat trotzdem 30 Grad. Und bevor ich jetzt meine unglaublich wahnsinnigen Kollegen, Sie sehen schon, wir arbeiten heute mit Mikrofon für mich, dass man mich auch hören kann. Meine Kollegen wollen das nicht, aber ich möchte gerne gehört werden. Und bevor ich die jetzt rausrufe, erinnere ich nochmal die daran, die es vielleicht noch nicht kennen. Wir brauchen Begriffe, wir machen Werbung. Wir sind eine Impro-Late-Night-Show, wir erfinden die Werbung, wir brauchen Begriffe. Da brauchen wir Gegenstände, die existieren. Also wenn ihr jetzt den Chat seht, Gegenstände, die existieren, mit einem Firmennamen, der noch nicht existiert. Also nicht sowas wie, ihr versteht schon. Also Firmennamen, die noch nicht existieren und am liebsten Firmennamen, die, wo man sich denkt, Mensch, wenn ich mal eine Firma aufmache, dann möchte ich die auch so nennen. Und dann brauchen wir fürs erste Spiel einen schönen Satz.
Das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ihr habt noch mal die Chance, ich betone schöner Satz, etwas Schönes, etwas wirklich, ich will jetzt kein Beispiel nennen, sonst wisst ihr ja, wie es geht, da müsst ihr selber drauf kommen. Aber jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren, nehmt die Hände trotzdem, klatscht so laut, dass wir es hier unten im Keller hören, denn es ist soweit. Und jetzt kommt hier als erstes ein unglaublicher, ein wahnsinniger, ein durchtrainierter Mann, der 2 Stunden Solo ein Konzert geben kann. Ein Mann, der sich Dominik Poch nennt. Und das ist er auch. Ein riesiger Applaus für Dominik Poch! Du nicht, ich bin sein Poch! Wunderbar. Und als allernächstes haben wir hier wieder, ich freue mich besonders, also ich habe mich natürlich über Dominik Poch aufgefreut, und auch besonders war hier, ist er Sebastian Kurz. Ja, Mann. Der Chef unter den Chefs. Und als dritten haben wir noch einen Mann, ja, von dem gibt es zu viele, die müssen verheißt werden, so sieht's aus. Moritz Mittelberg. Die einzigartige DGBT. Und wenn ich mal, wenn ich also denke, der Name einfällt, weil ich gar nicht wissen soll, wie ich den ausspreche, weil ich es wahrscheinlich gar nicht so hinkriege, wie sie jetzt wegen unserem Effekt drücken. Sarah! Ich habe den richtigen Namen an mich verwechselt, ich bin nicht immer, weil ich will immer Sarah die Wahnsinnige sagen, aber der Wahnsinnige, glaube ich, bin ich. So sieht's aus. Ja, ja, danke. Ihr könnt auf meine Webseite nachgucken und auf unsere auch. Wir haben so viele Webseiten, das ist einfach der Wahnsinn. Wir kommen zum ersten Spiel. Dafür brauchen wir den schönen Satz. Ist denn schon ein schöner Satz bei uns eingetrudelt? Sowas wie, die Sonne scheint in meine blauen Augen. Die zärtlich zwinkern, dass die Vögel aus dem Himmel die deutsche Nationalhymne spielen. Einigkeit! Ihr hört, wir haben hier auch Fußballfans und natürlich, der eine ist übrigens Leroy Sané, also für die, die sich denken, ich habe den aber nicht erkannt. Ihr könnt jetzt die ganzen 1,5 Stunden, wenn wir improvisieren, überlegen, wer von den 4 ist Leroy Sané? Ist es Sarah? Oder ist es Tori? Oder ist es Mohr und Ritz? Oder ist es... Too much. Okay. Ja, ich hasse es sagen. Und es ist der Mann, der heute overdressed ist. Wir wissen es nicht. Oder ist er gar nicht da? Beinkleider. Okay, sind wir soweit? Ich hätte einen Satz, ja. Du hast einen, aber ist auch einer geschickt worden? Ja, tatsächlich. Cool. Erstmal Grüße aus Bayern, so Schligi soll ich bestellen? Schligi! Du Heule! Ich weiß nicht, Mutzau! So, alles klar, und weiter geht's im Text. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Ja! Das ist es! Wir beginnen! Ja, nach vorne, Freeze! Ah ja, geil! Du musst dich mein Getränk bestellen. Wo sieht man mich? Wo hört man mich? Ich liebe dieses Team, weil die dann immer fragen, was kommt jetzt? Und dann fällt mir immer ein, Scheiße, wir haben den Ablauf nicht abgesprochen. Und dann rufen die Leute immer an, aber Timo, du könntest doch wenigstens mal den Ablauf absprechen. Ich fange an. Aber nicht alleine. Nein. Allein? Nee. Nein, bitte, nicht allein. Nicht? Und wie war der Satz? Auge um Auge und die ganze Welt ist blind, bitte. So. Ja, was? Blind sein. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Okay, dann sage ich. Auge um Auge! Und? Die ganze Welt wird blind sein! So habe ich mir gedacht, fangen wir die Szene an. Und dann kommen von hinten römische Leute mit römischen Kostümen, okay, in römischer Rüstung, mit römischen Waffen, mit so Schwertern. Ja. Die kommen vorne erstmal so auf der Seite, kommen so mit Pferden. Und hinten
kommen dann so Typen, die so Trommeln spielen. Puff, puff, und wir marschieren so. Und haben so Schilder. Und dann steht da unser Hauptdarsteller. Du, natürlich. Ich? Ja, du, klar. Ach so, okay. Ja, ja. Ja. Oder ich, vielleicht ich. Probier mal aus. Ja, fühlt sich gut an. Nee. Nein? Echt nicht? Nee, da bin ich, noch nicht. Da bin ich einfach noch nicht. Da muss ich noch hocharbeiten, verstehst du? Ja. Und dann kommt... Auge um Auge! Scheiße, ich habe einen Texthänger. Das ist jetzt ärgerlich. Man kann das noch einmal machen mit den Augen, ne? Ja, natürlich. Ja, das ist das Blöde. Wir haben jetzt... Ja, wir haben auch... Ich bin natürlich nicht der Hauptdarsteller. Ach so! Ja, dieser Punkt, wo ich geschrieben habe, wird öfters wechseln. Ja, klar. Ja, weil der reißt sich ja mit den Augen raus. Klar, ja, wir brauchen jedes Mal einen neuen Hauptdarsteller. Okay, und dann macht er so ratsch, ratsch, Auge um Auge und... Freeze! Dominik Poch. Hallo? Ich glaube, wir können jetzt anfangen. Gut. Der Schiedsrichter wartet schon. Ja. Ja. Du musst so machen, so. Mhm. Und wenn der Ball kommt, weißt du Bescheid. Dann laufe ich weg. Nee. Es tut mir leid, ich habe meinen Tigerkrallenanfall. Dein Tigerkrallenunfall. Ich hab meinen Tigerkrallenunfall. Ich glaube, du hast nicht nur deinen Tigerkrallenunfall, mein Freund. Anfall. Pass auf, wir können auch die Plätze tauschen. Dann musst du den Ball fangen, wenn er kommt. Oder eben nicht, wenn ich ihn treffe. Verstehst du? Mhm. Nicht. Okay, ich spiel. Alright. Du stehst. Freeze! Nein, nicht mich! Oh Gott! So, jetzt mal schön die Hände auf den Rücken. Ja. Ja. Aber... Hände auf den Rücken, mein Freund. Was mache ich hiermit? Fallen lassen. Okay. Und jetzt? So, jetzt machen Sie mal die Beine breit. Die sind doch breit. Und lernen Sie mal die Taschen. Wie soll ich denn jetzt die Taschen lernen? Ja, das ist nicht mein Problem. Sie sind schon nicht so geschickt, ne? Da ist nichts drin. Was verstecken Sie da drin? Warum holen Sie das nicht raus? Da ist nichts drin. Da ist nichts drin, okay? Ich verspreche es Ihnen. Sie können ja selber nachschauen. Okay, halt mal. Okay. Und Freeze! Freeze! Sie? Jetzt nicht so ganz klatschen. Und? Fühlt sich gut an. Ja? Hab ich mir gedacht, ja. Das ist auch nicht schlecht. Was ist jetzt eigentlich mit den Patenschaften? Hast du schon genug bezahlt? Fünf habe ich. Fünf? Ja. Reicht das nicht? Wie viel hast du noch rumliegen? Gehen auch Zähne? So Gold? Ja. Aber nur echt Gold. Sag ich mal her. Echt Gold? Freeze! Tilo! Ist echt. Und der andere? Was? Ey! Ah! Hier ist schon nicht ans Auge, nur. Ich hab eine Verlängerung. Wieso hat das da jetzt, einen Ton gemacht, wenn du hier. Warte. Ich hab eine Verbindung. Ich hab hier einen Sender und Empfänger drin. Und wenn ich den Zahn so drehe, dann geht hier die Antenne raus. Warte, wo?
Ja, das ist eine unsichtige Antenne. Aber wenn ich hier an der Antenne gehe, das dann auch wieder zum Zahn zurück? Ja, mach mal. Nee? Nee? Nee, dann komm. Hier? Nee, da ist da hinten dann was. Guck mal da hinten. Freeze! Moritz! Okay. Da tut's weh. Ja. Einmal. Oh, ist jetzt noch schlimmer. Ist jetzt echt noch schlimmer geworden? Nee, super. Ja, was machen wir denn da jetzt? Vielleicht mit dem Feuerzeug? Mit dem Feuerzeug? Ich dachte. Hast du eins? Nee. Ich krieg mir das denn. So? Vielleicht, wenn ich ganz schnell mache. Und? Doch, ja. Geht, oder? So, jetzt. Moment, mach das nochmal. So. Das geht doch in die Richtung. Ja, jetzt bestimmt besser, oder? Ich finde das. Lauf mal einmal hier um den. Einmal hier rum. Ich würde jetzt eigentlich sagen, die Transaktion ist beendet. Nee, nee. Ich kauf doch nicht ungesehen hier. Freeze. Dominik auch. Na also. Wunderbar. Jetzt muss ich hier noch ein kleines wenig klopfen. Zack, zack, zack. Ja, so ist schön, mein Lieber. So ist schön, ja. Ah, Ihre Liebste wird richtig vor Freude platzen, das kann ich Ihnen sagen. Ich und die, ja. Dieser schöne Anzug, der ist ja wunderbar. Ist aber toll, ja. Oh, darf ich Ihnen hier Knöpfe mal bitte sehen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Na, bitte? Oh, ach so, Sie wollen ein bisschen Brusthaar zeigen. Ja, genau, das war das Problem, ja. Das verstehe ich, mein Lieber. Auch so schön in der Taille. Danke. Hervorragend. Das macht dann 250 Euro Beratungskosten. Dankeschön. Ich hab, was? Sie haben nur an meiner Hose rumgefummelt. Die hatte ich an, bevor ich hier reingekommen bin. Bitte? Ich habe gar nicht gefragt. Bitte? Der Herr? Ich wollte hier alleine in der Umkleide mir was ausprobieren. Und Sie kommen hier rein, betatschen mich und wollen 250 Euro. Muss ich den Sicherheitsdienst rufen? Fände ich eigentlich schon gut. Ich glaube, Sie haben mich durchschaut. Das kostet nochmal 50 Euro extra. Okay, also das ist fair. Okay. Ja, das ist jetzt leider. In der Hose habe ich jetzt gar nichts. Ist kein Problem, ich habe Zeit. Es kostet Sie nur mehr. Zeit ist Geld, sage ich immer. Genau. Ihr könnt es auch anders machen. Ich kann Ihnen auch dabei helfen, wie ich Sie von dieser Hose befreie. Jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Ich würde gerne. Mein Körper gehört mir! Nein, heißt nein! Sie müssen ja nicht direkt so laut werden. Entschuldigung, ich fand es angebracht. Aua. Ich sag nur wegen Abstand. Ach so. Nee, nicht? Gut. Für mich wär's das. Man sieht sich immer fünfmal im Leben. Wahnsinn, dieser Mikrofonständer. Ah, ich pfeife. Cool. Effekte war ja, damit euch keiner mehr versteht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ich weiß nicht, wie wir drauf kommen. Es war einfach mal so da. Es stand auf einmal im Himmel und da stand ein Spiel und es heißt Der Pate. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Vielleicht ist es gerade unser Thema. Aber künstlerisch ist unser Thema jetzt der Pate. Und du müsstest dich mal wissen, Kollege, du hast auf dem Zettel geschrieben, was wir dafür brauchen, damit ich den Leuten das erzählen kann. Was brauchen wir für der Pate? Du machst gerade mehr, wenn wir da runterkommen. Nein, hier zu mir. Theaterpate, so kannst du. Achso. Ah ja, super. Brille. Da steht ein Anlass. Ah, danke. Wir brauchen einen Anlass, sowas wie eine Hochzeit, Beerdigung oder sowas ähnliches. Wir brauchen für das Spiel, ja, sag mir nicht alles vor, sagt der Kollege, aber da ich keine Hochzeit und auch keine Beerdigung spielen will, sage ich es schon mal vorher. Ja, das ist Manipulation, aber das kennt ihr ja. Denkt mal drüber nach. Gut,
Also, wir brauchen einen Anlass. Es kann gerne auch eine Hochzeit oder eine Beerdigung sein. Nur weil ich es jetzt gesagt habe, lasst euch nicht davon abhalten. Wenn ihr denkt, cool, eine Hochzeit ist eine super Idee, dann schreibt es trotzdem. Mir ist auch nichts Besseres eingefallen, dass ich Hochzeit und Beerdigung sagt. Und dann spielen wir, das ist so ein bisschen Tür auf, Tür zu Theater. Es spielen zwei Personen. Haben wir zwei, die gerne spielen möchten? Hier im Team am besten? Bestimmt. Ja? Ja. Wollt ihr euch melden? Wollt ihr schon nach vorne? Dann können wir die Begriffe, die jetzt da wie ein Lauffeuer nach vorne stellen. Wir haben auch, das könnt ihr jetzt nicht sehen, so Karteikarten. Deswegen der Pate. Und da haben wir so aus so Mafia-Filmen einfach Charaktere draufgeschrieben. Und die beiden haben jetzt ihre Charaktere gelesen und kommen dann von hinten, wenn wir dann wissen, was der Anlass ist, auf die Bühne. Okay, ich hätte auch schon was da. Ja, ja. Ja. Die Vorschläge wären. Ja. Eine Sekunde. Bar Mitzwa. Bar was? Bar Mitzwa. Ist das ein Anlass? Ja, das ist ein Anlass. Und was ist das für ein Anlass? Jüdische, ich glaube, da nimmt man zum Mann, ne? Zum Mann, ne? Ist das bei katholischen wie Kommunion oder Konfirmation? Ja, so ein bisschen. Ich glaube so, ja. Also, kann ich mich auch noch erinnern, bei der Kommunion bin ich zur Frau geworden und dann bei der Firmung wieder zum Mann. Das war wow. Also, Katholizismus kann ich nur empfehlen. Das ist toll. Sollen wir das direkt nehmen? Haben wir noch was anderes? Wir haben noch ein bisschen mehr. Ja. Wir nehmen einfach, darf ich, weil ich mir das Wort nicht merken kann, aber. Ich werde zum Mann, darf ich das so sagen, ohne irgendeine Religion oder irgendwelche Andersgläubigen zu beleidigen? Ja. Ja. Ausnahmsweise, sagt der Kollege. Danke. Ja. Ja, so ist es mit den religiösen. Also nehmen wir das jetzt oder? Wir nehmen das. Ja, okay. Ja. Also. Und es wäre schön, wenn ihr von hinten kommt. Der Pate, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt hier. Im Theater Essen Süd, in der Info Late Night. Mein langer Weg, bis ich als Mann wurde. Hi. Siehst super aus. Danke. Wirklich. Du auch. Bist du die Frau vom... Sowas in der Art. Ja, ich kenne ihn gar nicht. Das ist gar kein Problem. Mhm. Ist auch gar nicht schlimm. Ich bin hier durch Freunde auf der... das ist quasi die Bar Mitzwa von einem Freund, der Neffe. Ja. Wir sind hier alle zusammen, ne, weil wir auch so gerne haben und es wird richtig schön, glaube ich. Mhm. Mhm. Sieht toll aus so. Bisschen Haut zeigen, ne? Ich muss mich nochmal, glaube ich, frisch machen. Jetzt sofort? Mhm. Ach nein, warum denn? Na gut. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. War noch nie auf so einer Feier. Und da kommt jemand. Hi. Hi. Na? Hi. Hm? Wo ist so dein Stimmungsbarometer? Ja. Ich find's klasse hier. So viele nette Leute. Oder? Ja, da bist du ja. Entschuldigung. Du bist gar nicht. Ach so. Alles klar. Ja,
Hi. Ich hatte ja gehofft, dass wir uns hier... Ja, kommen wir jetzt mal zur Sache? Mhm. Ja. Gut. Wie viel? Bist du so schwer vom Begriff oder was? Wofür? Wie viel? Ich bin nicht das Mädchen, von dem du ich geb dir noch eine Minute, dann bin ich weg. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du meinen Gender hier assumst. Laber mich nicht voll. Du bist es, ne? Oder? Vielleicht mache ich manchmal ein bisschen... Check. Bitte? Check. Check. Check? Check. Check. Dein Name ist doch Check, oder? Nee. Doch, dein Name ist Check. Und heute ist es soweit. Ich glaube, da muss eine Verwechslung vorliegen. Heute will die Familie sehen, ob du bereit bist, ein Mann zu werden. Ach so. Ein Mann! So, guck mal. Hier ist die Sonnenbrille. Ja. Okay. Boah, sieht super aus. Ich habe mir gedacht, wenn diese Kanaille, du hast ihn ja gesehen, das ist ja eine Pfeife. Ja, total die Pfeife. Ja. Der Sohn von deiner Schwester. Ja. Der Vater war schon so ein Loser. Deswegen habe ich ihn auch einen neuen Job verpasst. Als Leiche auf dem Friedhof. Aber falls diese Pfeife es schafft, möchte ich, dass ich hier ganz langsam, wenn ich nach vorne gehe, ja, gut. Hier von der Seite möchte ich Rosen. Hier möchte ich Veilchen. Und von oben möchte ich kleine Baby-Sonnenblumen. Die dürfen gerne noch schreien. Oh, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Schreien. Okay. Na, ich will das machen. Fertig mit Blumen aussuchen? Klar. Weißt du, dass dein Sohn eine Pfeife ist? Mein Sohn? Dein Sohn. Dein Sohn ist gerade heulend abgehauen, als er zum Mann werden sollte. Mein Sohn? War das nicht dein Sohn? Nee, das war dein Sohn. Sind wir hier nicht auf deiner Sohnes Bar Mitzvah Feier? Was habe ich dir gesagt? Komm. Was habe ich dir gesagt, komm, wo du in meinem Büro bist? Steck nicht die Nase in alles rein! Komm, wir brauchen du bist doch schon wieder drüber! Wir dein Sohn, mein Sohn! Hey. Wir wissen es doch nicht! Wir waren beide drin am selben Abend. Hey. Ja, okay. Es ist dein Sohn und mein Sohn. Hey, wir kennen uns doch. Ja. Komm, wir sind doch beides keine Bullen. Von mir brauchst du doch keine scheiß Show abziehen, ne? Ja, okay. Weißt du? Ja, es ist mein Sohn. Das heute war echt das Letzte. Dass dein Sohn ja auch noch... Ja, der ist genauso wie ich. Er hat schon noch nie jemanden umgebracht. Das ändert sich schon. Nach der 10. Leiche kriegst du so eine Routine. Ich weiß, dass ich überreagiert habe. Vielleicht. Und ich habe ihn auch verleugnet und ich habe ihn auch, ich weiß nicht, was ich alles habe, aber ich überlege mir das alles nochmal. Ich weiß auch nicht, es ist halt so. Wo ist der Sohn hin? Welcher Sohn? Na, von dem Paten, Mann. Woher soll ich das wissen? Wer bist du überhaupt? Ja? Bist du nicht Antonio? Wer will das wissen? Frage gegen Frage oder was? So geht das Spielchen hier nicht. Doch. Genau. Bist du nicht Antonio? Nein, was für ein Antonio, Mann? Scheiß auf Antonio. Kennst du einen Antonio? Nein, ich kenne auch keinen Antonio. Solche Fragen stellen nur Bullen. Was willst du hier? Hä? Jetzt sag mir, wo der Pate ist, Mann. Ich glaub's einfach nicht! Ich bin verpfiffen worden! Los, schnell! Nimm deine Familie, wir müssen abhauen! Ich glaub's... Was ist denn jetzt los? Okay, ich bin raus.
jetzt ein Mann geworden? Du bist voll der Mann. Du hast einen Achterknoten in deinen Namen gemacht. Ja. Das hat noch keiner aus unserer Familie geschafft. Das ist eine lachende Leiche, du hast ihn glücklich gemacht. Ruhe in Ruhe. Und in Frieden. Wahnsinn. Ich dachte nie, das ist mein Sohn. Aber jetzt? Bin gar nicht tot. Das ist schön krass. Schon wieder so laut. Sonst war ich immer zu leise. Das Schönste an dem Lied ist, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass wir immer daran erinnert werden, dass wir wirklich nicht wissen, was wir tun. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran, an dem, dass wir nicht wissen, was wir tun. Ich habe meinen Werbemanager im Rücken. Bei uns ist das alles sehr locker irgendwie. Wir haben laufende Plakate irgendwie. Wenn ihr sowas bestellen wollt, kostet 3.500 Euro pro Tag. Gut, wir brauchen fürs nächste Spiel, da haben wir geplant, stimmt's? Ja. Der Rollercoaster, und da brauchen wir für diejenigen, die, oh, das haben wir ja schon mal gespielt, umso besser, weil dann wisst ihr ja, wie es geht. Wir brauchen, ich sag's als erstes, was wir brauchen Begriffe aus Fernsehen, Literatur, Filmen und also aus Genres sozusagen. Sowas wie, darf ich jetzt nicht sagen, Peng, Western oder was auch immer. Schreibt uns 4, 5 bitte, und dann brauchen wir einen Ort, wo das Ganze spielen könnte. Am besten nicht sowas wie in Rom, sondern irgendwas, was in Rom zum Beispiel steht, irgendwas Konkretes. Das macht es immer ein bisschen einfacher. Und noch, um einen draufzusetzen, damit ihr auch ein bisschen aktiv werdet hier und ins Schwitzen kommt, so wie wir hier unten, wir brauchen dann noch einen Anfangssatz, und erschreckt nicht, der muss nicht schön sein. Nur ein Anfangssatz am Anfang. Einen Ort, einen Anfangssatz und 4, 5 Genres aus den Bereichen Theater, Literatur, Film. Und die Leute, meine Kollegen lachen, weil man sollte einen Clown nie an die Effektgeräte lassen. Das ist so schön. Auch ganz schön, finde ich. Hallo, wir sind hier im Radio. Es ist komisch, dass ihr mich sehen könnt. Was ist das für ein komisches... Das ist übrigens die Überbrückungshilfe für alle Künstler, die zugucken. Die lachen jetzt. Die gibt's nämlich nicht. Aber ich hoffe, wir haben jetzt die Zeit überbrückt und haben B und Griffe. Ich kriege ein eindeutiges Zeichen von meinem Techniker im Rücken. Es ist noch nichts gekommen. Jetzt kommt was rein. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was rein. Und er springt nach oben, sucht seine Brille. Hast du die auf? Ich habe meine Brille. Perfekt, Wahnsinn. Er ist vorbereitet. Er ist einfach sowas von vorbereitet. Und haben wir ein Spiel? Ich muss es aufschreiben auch noch. Was kommt denn für... Die Begrifflichkeiten rein? Ja, ja. Begrifflichkeiten. Apokalypse hätte ich. Apokalypse. Ist es eher Literatur oder ist, wir werden es feststellen im Spiel. Apokalypse ist schon mal so, wie wir hier unten uns in der Hitze fühlen. In so einem unbekannten Buch Bibel. Dann, Apokalypse. Was haben wir noch? Gott sei Dank liest keiner mit, ich kann es nicht schreiben. Ja? Wir haben noch? Eastern! Eastern! Ja, wo die jetzt nicht mit Pistolen knallen, sondern mit Faustkanten zuschlagen. Und dann haben wir natürlich auch noch? Biografie. Biografie. Okay. Yeah. Mhm. Ja. Okay. Ja, genau, dann wären wir nie fertig. Aber ich merke, leider schauen ein paar Freunde von mir zu. Biografien, ja. Ja? Das Kapitol habe ich hier noch. Das ist aber, glaube ich, kein Genre, sondern der Ort. Ja. Ah, vielleicht ist die Biografie auch der Ort. Nee? Das kann sein. Das Kapitol. Wunderbar. Was ist das? Das Kapitol in Amerika, das, oder? Das ist ein sogenanntes, ja, das Parlament in Amerika. Also hier ist auch Jawohl. Auf der Autobahn.
Ihr seht, wir haben einen mit Wikipedia, das Kapitol. Und dann haben wir noch? Ein Genre brauchen wir noch. Romanze kommt da rein. Romanze, natürlich. Ich meine, wenn man in mein Gesicht sehen muss, dann wünscht man sich eine Romanze. Aber ich kann es leider nicht verstehen. Das hat mein Gesicht dann nicht eingeschaltet. Ja, danke. Dann kam auf einmal ganz viel. Nicht? Ja, das ist dein Mikrofonständer, ja. Deswegen solltest du 10 Euro mehr ausgeben. Ich will jetzt keine Werbung. Ja, es geht schon die ganze Zeit so, es wird wieder für mich ärgern. Also mach das, ich werde immer kleiner und immer kleiner und geht im Mikrofon mit. So. Und haben wir noch einen? Nee, oder? Nee, ist was das für ein Genre? Scheidung steht hier. Scheidung? Das ist der Ort. Es ist der Satz, die Scheidung. Ist, ein kurzer Satz. Ist das heiß heute, hätte ich als Vorschlag? Ja, wie kommt man darauf? Ist das als Frage formuliert? Nee, ohne Fragezeichen. Ist das heiß? Auf jeden Fall. Es ist heiß. Wir nehmen die 4 Begriffe. Wir bedanken uns. Wunderbar. Wir legen los. Ich brauche 2 Spieler, männlichen oder weiblichen Geschlechts. Das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann spielen wir eine Szene. Der Ort ist das Kapitol. Es steht einer auf und er hat, glaube ich, einen Hexenschuss und bewegt sich nicht mehr. Irgendwie so, das kommt, wenn man einen Braten spielt, dann wird es immer gefährlich mit den Schüssen. Und der Anfangssatz ist, das heiß. Oder ist das eine Frage? Ist das heiß heute? Ist das heiß heute? Und Genre, erstmal ohne Genre, ne? Und die erste ist ohne Genre und dann lese ich die Genre. Ich sag dann sowas wie Stopp dann, und dann lese ich das Genre vor und dann geht's weiter. Fächer. Ja. Oh, so ist gut. Ja. Entschuldigung, Herr Präsident. Ja. Wir haben eine wichtige Aufgabe. Es kam gerade eine Neuigkeit rein. Wollen Sie das vor... Ich bin sein Instagram-Berater, Mann. Ich hab keine Geheimnisse. Ja. Oh, Säken. Achso. Herr Präsident. Entschuldigung. Ich war schon weiter. Können Sie ruhig auch mit mir besprechen, ich gebe es dann weiter. Herr Präsident, das sind streng vertrauliche Informationen zum Gedrungen. Ja. Stopp! Ja. Biografie. Daran wird sich später jeder erinnern. Aber du nicht. Mach bitte deine Ohren zu und singe La La La. In diesem historischen Moment schloss ich mich, das einzig Richtige zu tun. Ich guck weg. Ich bin ganz Ohr. La la la. Präsident Lincoln. La la la. Ja. Bin ich anscheinend. La la la. Es gab Neuigkeiten. Mhm. La la Ostsee, la. Norden, Osten, Süden, Westen. 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 Schneller! Ich weiß, wir müssen 180 Minuten füllen, aber schneller. Es hat jemand die Grenze überschritten. Seid ihr fertig? Fresse, halte er sein Maul! Und er drehte sich wieder weg. Stopp, Eastern. Es sind die Japaner. Die Japaner? Angeführt von Bruce. Oh! Was sollen wir tun? Ich würde vorschlagen, wie viele sind das? Wie viele? 5.567! Müssen wir sofort in den Harakiri. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Der Präsident! Nein! Nicht der Präsident! Okay, das war nur eine Übung. Komm, geht wieder gut. Ich dachte, es ist nur eine Fleischwunde. Komm. Okay.
Ich werde für diese Übung Rache nehmen an alle Japaner, die unser Land bedrohen. Apokalypse. Nicht nur die Japaner bedrohen uns, sogar Mutter Erde! Nein, Herr Präsident! Vorsicht! Glaubst du, der Tag ist nicht direkt? Nein! Ja! Okay. Ich fällt, es ging eigentlich. Wenn man weich fällt auf Bedienstete, ja, kann man auch die Apokalypse überleben. Meine lieben Landsleute, in dieser schweren Stunde der Schwerheit. Was ist denn der Atombunker? Bitte? Der Atombunker! Ich muss erst die Ansprache zu Ende. Stopp! Romanze. Meine lieben, Leute, ich muss es jetzt hier offenbar machen. Ja, ich bin auch ein Mensch untenrum und ich möchte mich ausleben, wie ich möchte und kann und will. Und mit meinen beiden engsten Beratern verbringe ich jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten in diesem Atombunker mein, ich sag mal, Leben. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so! So, und wer ein Problem damit hat, der geht soll doch in der Apokalypse verrecken. Oder da. Ich habe mein linkes Bein für Sie gegeben und ich würde auch noch mein rechtes geben. Ja, das fand ich ein bisschen drüber, muss ich sagen. Also jetzt ist, irgendwann klammerst du einfach zu sehr. Ich hatte sie irgendwie berührt. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich mag das halt auch, wenn man ein bisschen... Sie verstehen mich. Leute, ich bin hier der Präsident. Aber wir sind doch ein Team. Nein! Nie ein Team im Team, sag ich immer. Außer wenn man ein paar Jahrzehnte in der Apokalypse, dann kann man alles machen. Nee, da müsst ihr jetzt gar nicht so... Heulst du oder lachst du? Ich kann das bei dir nie auseinanderhalten. Nee, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, du spielst mit meinen Gefühlen, fühlen, fühlen, fühlen. Wir können ihn doch nicht hier zurücklassen. Oh, dieser Countdown ist, glaube ich, dann explodiert alles. Ich habe aber, ich habe hier, hab hier so eine Kapsel, wo nur ich überlebe. Letztes Mal. Meine Damen und Herren, das war für euch und für Sie Sebastian Kubels als Sebastian Kubels, Moritz Wittebergkind als Wittebergkind Moritz und zum ersten Mal Dominik Poch nur mit einem Bein. Wir könnten jetzt Pause machen, aber dann wären wir nicht das Theater Essen Süd. Wir könnten jetzt Liegestützen machen, aber dann wären wir auch nicht das Theater Essen Süd. Wir könnten jetzt in einen Chat steigen, dann wären wir auch nicht das Theater Essen Süd. Oder wir könnten in die Kamera gucken, dann wären wir auch nicht das Theater Essen Süd. Wir machen jetzt einfach noch eins. Wie sieht's aus? Was eins? Ja, wir brauchen noch eins. Ja, wir spielen ein Spiel und da kann ich hier mal weg. Wunderbar. Hier sind die Effektgeräte. Da bin ich schon den ganzen Tag wild drauf. Okay, ich mach mal die Delay wieder aus. Ja, ist die Frage, ob wir neue Genres haben. Ja, natürlich haben wir neue Genres. Oh, alles aufgeschrieben. So. Was sagt denn unser Chat? Lieber Chat. Chat. Der Chat. Hallo, ich bin's wieder. Euer Theater. Das gilt nicht, ich hab nie einen Körper. Im Körper eines Menschen. Und wir brauchen jetzt ganz dringend von euch nochmal ein paar Begriffe. Für die zweite Runde. Was haben wir noch denn? Rollercoasters. Ja, wir hätten noch, also Bahnhofstoilette wäre noch übrig. Oh, immer eine Toilette. Der Ort ist schon mal. Warum gehe ich auf die Bühne, kommt die Toilette. So. Ist sie an der Sicht liegen? Nein. Ich kann auch nicht mal auf Toilette gehen. Nee. Nicht, wenn niemand Wir haben nämlich in unserem Theater nur Männertoiletten. Ich meine, wir können in der Zeit auch... Deswegen... It's the dark walk. It's the dark chicken wings. Werbung. Ah, was? Ja, was machen wir? Ah, ja, lauf panisch herum, so ist gut. So. Bereit? Ja. Gut. Ich weiß eh, was kommt. Die Steinreich GmbH verkauft Lebensversicherungen, bitte. Und dann bin ich gestolpert über meinen 5-Millionen-Koffer, wo ich die 3,7 Millionen in Tausenderscheinen drin hatte. Und dann noch mit Diamanten und einem Goldring. Bin so gestolpert, auf die Nase gefallen, hab mir die gebrochen und dann war sie kaputt. Kann ich das irgendwie versichern? Sie wollen genauso labern wie er? Kommen Sie zu uns. Schön. Ich konnte auch nicht merken, wie die blöde Versicherung heißt.
Scheiße. Nie, aber irgendwas mit... Wenn ihr es kürzer für uns... Wenn ihr wollt, dass wir diese Sätze, diese Wörter sagen, macht es kurz und einfach. Ihr merkt schon, bei uns ist die Konzentration gerade woanders. Jut, wir hatten neue Begriffe. Jawohl. Was haben wir denn so Schönes? Was haben wir denn Feines? Musical. Hier, ich gebe gerade dazu die Fleischwurst, Salami, Musical. Musical. Ja, super. Fleischwurst kenne ich nämlich gar nicht als Genre. Kindersendung? Kindersendung! Das ist Fleischwurst, verstehst du? Scheiße, das ist nicht. Spionagefilm. Spionagefilm. Wir kriegen die guten Dinge. Spionat? Gibt's da was Außergewöhnliches, liebe Leute? Das ist Ricky Nelson. Also zu euch Ricky Nelson. Wie wär's? Wir zwei, du und ich, lieber Chat, heute Nacht. Kein Problem. Ich bin die Null, du bist die Eins. Ich hab ja, gut, keine Begriffe mehr, okay, schade. Sorry. Jetzt nehmen wir noch Western statt Eastern, komm. Ja, komm, lass doch mal dann. Aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Vier langt völlig. Vier reichen euch? Ja, natürlich. Also, wir spielen. Also besser. Was ist der Spielort? Und ein Satz? Genau, Toilette. Ein Satz noch. Ich scroll mal auf, vielleicht haben wir. Ist aber sauber hier. Willst du ein Eka? Ich glaube, wir haben noch einen Satz von euch. Ich habe einen. Ich liebe es, wenn im Herbst die bunten Blätter auf den Waldboden herniederschweben. Ich liebe es. Bahnhofstoilettenkonversation. Wenn im Herbst die bunten Blätter da niederschweben. Auf den Waldboden. Ja. Streber. Ich liebe es, wenn die Blätter. Und nehmen wir jetzt noch ein viertes Genre hinzu. Haben wir schon, Western. Kam nichts mehr. Dann alles klar, dann nehmen wir einfach noch den Western dazu und dann. Let's go! Alles klar und viel Spaß. Viel Spaß. Liebling? Liebling? Liebling! Liebling! Ja, warte! Ja! Mach schneller, hier gibt's Bären! Liebling? Ja! Ich hab es vorbereitet. Super! Jetzt pass auf! Ich dachte mir, ich knie mich nieder. Nee, lieber nicht, sonst komme ich nicht mehr hoch. Ich tue so, als ob ich mich niederknie. Du schaust mich an. Aber der Boden ist super eklig. Lieber nicht. Ich knie mich nicht hin. Nee, wir sind. Weil der Boden ist super eklig. Ja. Und dann schaue ich dich an, nicht niedergekniet, und sage: Stopp! Musical. Ich sage. Oh. Im Wald, der Herbst. Die Blätter. Die Blätter. Die Blätter. Im Wald. Die Blätter. Die Blätter. Die Blätter. Wenn sie fallen. Platsch. Dann ist es schön. Es ist 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 schön. Und ich bin ein Käfer und kraule mir am Bauch. Ich bin ein Waldkäfer und ich bin kein blöder Lauch. Ich schwimme in den Westen und ich sehe dich an. Du bist ein Schmetterling, mir wird ganz bang. Stopp. Western. Gestern wollten wir noch heiraten und heute uns duellieren. Na gut, es geht um den Salon und die Tänzerinnen. Du hast was mit den Tänzerinnen und ich. Stell mich so an. Bist du ein Mann oder nicht? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Wir duellieren uns. Das geht doch niemandem was an, ob ich ein Mann bin oder nicht. Ja, okay. Du hast mit den Tänzerinnen gesprochen. Was hat Elfriede gesagt? Ich hab eine Prothese, okay, jetzt ist es raus! Die sind einfach alle davon geritten. Ja. Ja, aber wir müssen ein bisschen mehr zahlen. Aber du hast es ihnen doch gut besorgt, oder? Bei dir ist es ihnen doch gut gegangen. Stopp, Kindersendung. Ich sag immer,
Auch eine dicke Stange macht einen bange. Ja, genau. Also, liebe Kinder, jetzt passt mal auf. Wenn ihr einen grünen Käfer auf dem Rücken liegen seht, der sich am Bauch krault, nein, dann geht's ihm nicht gut. Sondern dann geht ihr zu dem Käfer und sagt erstmal zum Beispiel sowas, wenn ihr Anton heißt, sagt ihr, hallo, ich bin nicht Sabine. Hallo. Also, weil bei den Käfern ist es anders. Da nennt man nicht seinen Namen. Und der sagt dann auch nicht seinen Namen. Oder in dem Fall ist es ein weiblicher Käfer, der sagt überhaupt nicht seinen Namen. Also ich mach nochmal weiter. Hallo, ich bin nicht Sabine. Ich auch nicht. Schön. Hast du Anton gesehen? Ja, er ist in diese Richtung. Hallo, ich bin's. Und jetzt weiß der grüne Käfer, dass ich Anton bin. Aber man sagt's nie direkt. Da kriegen die einen Schrecken und dann sagt man, keine Angst, ich dreh dich um. Stopp! Spionagefilm. Haben Sie das hier gesehen, Nina? Das war toll. Ich weiß, habe ich richtig lange für geübt, aber ich habe zum Chef gesagt, ich brauche einmal eine Kollegin, die es wirklich drauf hat. Sie haben es wirklich drauf. Das ich weiß, Wahnsinn. Ich weiß. Wissen Sie, alle meine Kollegen, die sterben immer. Und mit der Rolle, da überleben sie. Aber darf ich Ihnen auch einen Trick zeigen? Ah, nur zu. Okay. Wenn's mit nicht... oder ohne Laser? Sie sind gut vorbereitet. Ja, sicher. Sie wissen vom Projekt. Ja, hier sind überall Laser. Ich weiß. Jetzt passen Sie mal auf. Ja. Wenn überall Laser sind, ist es besser, man ist woanders. Prägen Sie sich das ein. Das ist wichtig. Ist der Laser da, bin ich dort. Ja. Wiederholen Sie den Satz. Ist der Laser da, bin ich dort. Perfekt. Jetzt passen Sie auf. Kriege ich dafür später ein Zertifikat? Das wäre super. Für meine Mappe. Für Ihre Mappe. Für die natürlich. Jetzt noch was ganz Wichtiges. Ist der Laser dort? So. Dann bin ich... hier. Was? Stopp! Musical! Doppelt, oder was? Weil es so schön war. Hier. Bin ich hier. Bin ich da. Bin ich dort. Dort. Ich bin eine Torte und du? Ich bin Konfetti. Sie ist Konfetti und ich bin eine Torte und wir feiern den Geburtstag. Den Geburtstag von Nee und Bell. Ich glaube, die Torte brennt. Sie glaubt, die Torte brennt. Ich glaube, sie brennt wirklich. Nein, denn sie wissen nicht, was sie tun. Tino Matschke und Sarah Kühne, meine Damen und Herren. Scheiße. Wir sind dem Motto, sie wissen nicht, was sie tun, weil sie da doch ziemlich gerecht geworden. Danke. Hey. Das stimmt überhaupt nicht. Haben wir jetzt noch was auf dem Programm? Oder ist es, ja, ein Hänger vor mir. Ich glaube, wir haben ein Päuschen vor uns, meine Lieben. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Pause. Und zwar, um genau zu sein, 10 Minuten lang. Pause. Wir gehen jetzt 10 Minuten in die Pause, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Um es einmal in den Worten von Tino Matschke zu sagen. Ja, hey, liebe Freunde, dann sind wir gleich wieder für euch da. Time. It didn't take long, it crossed my mind again. The moment when you danced with me, I never thought that we'd become friends.
shed kisses all the night, and she envisions but got those eyes to scan. And after all you said to me, I just can't stop to try to be your man. You just don't fulfill your needs, you just wait another day before you try. Stand up, move on, get on your feet to fill your heart with me. I just wonder if it's not too late tonight. Reality caught up with me, I didn't believe you won't belong to me. But in my mind you're still out there, who knows which kind of thoughts you've got to share. I'm waiting.
come to tears. Directions always show that they don't know. Oh, 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 oh. The world is rising up in light. We only try to make this place our own. No, no, no. I swear I won't give up the fight for you to realize. And real reality's what you refuse to know. Oh, 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 oh. The world is full of wounds to heal. Release outdated views and let it go. Change, they've always found a way to reach their goal. Oh, now's our time to rearrange. We all must take the blame and use our soul. To use our soul. The world is rising up in light. We only try to make this place our own. No. Was sie tun. Impro Late Night, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und bitte. Und hier sind wir wieder rein. Nach der. Na? Geht leider nichts. Aber. Na, alles gut, kriegen wir schon wieder hin. Wir haben technische. Jetzt. Und hier. Jetzt. Und jetzt sind wir wieder. Das Theater Essen Süd mit der Impro Late Night Show mit unserem wunderbaren Dominik Poch. Sebastian Kubitz. Moritz Mittelmann. Und der unglaublichen Sarah König. Allererstes beginnen wir wieder mit unseren Monologe oder Schlager. Was es ist, dürfen Sie zu Hause wählen. Schicken Sie es uns. Vielleicht denkt ja der Kollege, er macht einen. Entschuldigung. Ich war noch nicht warm. Einer unserer Kollegen, falls Sie sich denken, wo das Geräusch herkommt, hüpft auf unseren Podesten rum. Wissen Sie, wie das ist? Ein Schauspieler ohne Podest. Wir wissen es. Wir durften es im letzten Jahr erfahren. Aber darüber wollen wir nicht reden, sondern jetzt haben wir ja wieder ein Podest. So sieht's aus. Also Monologe. Wer möchte als erstes? Viele klare Zeichen. Keiner. Ja? Was? Monologe. Ich habe nicht zugehört. Monologe oder Schlager, Benny? Oh, absolut. Ja, dann ran an die Podeste. Eine Zahl. Wir haben schon alles. Wir haben es in der Pause losgeschickt. Wir kriegen eine Zahl und einen Beruf. Du darfst dich gerne aufs Sofa setzen, dich von der Musik inspirieren lassen und dann.
Wir sind alle gespannt. Er sucht sich noch ein spezielles Kostüm an. Und wenn Moritz ein Kostüm aussucht, dann bedeutet das was ganz Besonderes. Er sucht nämlich dann ein Kostüm aus. Welches Kostüm er aussucht, sehe ich, aber sie noch nicht. Aber ihr seht es. Die Leute sehen schon. Wunderbar. Die Leute sehen es schon, nur ich nicht. Und er braucht auch noch einen Kostümanziehhelfer. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beruf in der Schauspielerei. Auch die hatten keine Podeste für ein Jahr. Danke dafür. Ich werde die Nummer drücken. Und der Kollege wird mir den Beruf vorlesen. Der mit der Brille. Jut, du brauchst eine Nummer, ne, von mir? Dann 3. Die 3 hätte ich nicht genommen. Weißt du, ich find's wirklich nicht okay. Ich finde, du könntest auch mal mit mir zum... Was? Ich spiel beide. Ich wieder. Was? Naja, also da geht's auch um unsere gemeinsame Familienplanung. Und ich fänd's schon schön, wenn ich mitkomme zum Gynäkologen oder was. Ich bin doch nicht ganz... Das ist schon wieder so typisch von dir. Du bist schon wieder so ganz... Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist auch was wir gemeinsam entscheiden. Ja, gemeinsam entscheiden. Das ist ja wohl ein bisschen... Was ist dein Problem? Nee. nee, warte. Ich konnte da nicht proben. Vielleicht bin ich so... Ich möchte halt irgendwann auch mal Kinder. Ja, sieh halt zu. Ich habe das Gefühl, das läuft plötzlich ein bisschen tot mit den beiden. Vielleicht mache ich einfach nächstes Mal was ganz anderes. Okay. Moritz Mittelberg, Kind. Mit der Gynäkologe, oder vielleicht mache ich das nächste Mal etwas ganz. Eine schöne Moderationsmusik und als allernächstes, als zweitnächstes sozusagen, als zweiter und das zuerst, haben wir einen neuen Kollegen oder eine Kollegin. Wir wissen es noch nicht. Denn wir sind hier. Ich habe leider nur einen Lautstärke-Dings irgendwie so. Es ist nicht. Ich sag's mal auf Englisch. Auf Englisch. Ich sag's mal auf Englisch. Fuck you, Technik. So sieht's aus. So, nein, ich hab's nicht so gemeint. Jetzt bitte die Kamera, jetzt schaltet der wieder weg. Nur weil ich, ja. So, welche Nummer haben wir? Wir haben die Nummer 6. Wunderbar, 6. Und entscheiden Sie, Monolog oder Schlager? Ich hätte es beim letzten auf Schlager getippt.
Priesterin. Telefon. Ich erzähle das jetzt einfach. Immer diese unbekannte Nummer, wer ist das? Was wollte ich jetzt sagen? Vergessen jetzt. Ja. Also, kann ich euch mal was sagen? Ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber irgendwie auch gar nicht. Also, da ist diese Priesterin. Die ist total toll irgendwie. Kann ich die mal fragen, ob die mit mir mal irgendwie... Was macht man denn so zusammen? Einmal um die Kirche zusammen gehen oder so. Oder Wein zusammen trinken. Und Hostien snacken oder so. Die soll ja nicht falsch verstehen, aber irgendwie ist sie einfach total süß. So mit ihrem... Na? Ich frag sie einfach, ob ich ihr... ob ich immer was beichten kann, oder? Das ist doch ein super Einstieg. Dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch. Ist direkt so voll so intim und... Ja. Ich muss mir nur überlegen, was ich anziehe. Irgendwas in Lila und Gold. Ich glaube, das mag sie. So, als allernächstes sehe ich, da springt einer auf. Ein Mann, der letzte Woche noch 2,5 Stunden im Konzert, ihr merkt schon, jedes Mal, wenn ich drüber spreche, kommt eine halbe Stunde dazu. Ein Mann, der 3 Stunden Konzert gegeben hat, seine Gitarrele zurechtlegt und mich herausfordert, dass ich aufstehe und einsteige. Ah nein, er zieht das Königskostüm an. Was für eine Zahl haben wir denn? Wir haben die Zahl 10. Wir haben die Zahl 10. Gut. Schon vermisst? Ich weiß. Und ich habe wieder was ganz Neues für euch im Pedo. Ja. Ich arbeite an einem neuen Song. Und
Der basiert auf einem Beruf. Ingenieur. Guido, wir wollen ein Kind von dir! Und zwar, wie ihr wisst, bin ich ab und zu mal in anderen Berufsfeldern unterwegs. Da habe ich mich letztens inspirieren lassen und folgenden Song für euch geschrieben. Er heißt Der Nasenmann. Ich bin Guido, euer Nasenmann. Technik! Meine Show! Jetzt bin ich mit Musik, okay? Danke, danke. Okay, ich bin Guido. Schön Pop. Ich brauche einen Beruf. Ja. Wir auch. Also was? Die Zahl ist. Hast du diese eins? Pi. Achso, Pi. Eins. Eins? Ja. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Echt eins? Ja, das ist lustig, weil es Inko ist.
bin jetzt seit 20 Jahren Matchbox-Auto-Testfahrer. Eigentlich wollte ich immer Schlagerstar werden. Schon meine Lehrerin sagte, bei deiner Größe? Und lachte dann immer so komisch, so wie ich jetzt. Ich hätte es ja Grunzen genannt, aber sie meinte, es ist Lachen. Weißt du, bei deiner Größe bleibt ja nichts anderes übrig, als dass du Matchbox-Autotestfahrer wirst. Ich bin der bestverdienste Matchbox-Autotestfahrer dieser verfickten Erde. Und jetzt, wo der Mars getestet worden ist und die festgestellt haben, da gibt's doch nicht mal einen Matchbox-Autotestfahrer, bin ich sogar der beste und bestbezahlteste Auto-Matchbox-Testfahrer vom verfickten Mars! Und wenn wir den Jupiter erstmal entdecken, dann werden sie feststellen, dass ich sogar der bestbezahlteste Matchbox-Autotestfahrer vom verfickten Jupiter bin! Und von der ganzen Galaxie wahrscheinlich! Wenn ich die Tür, wenn da eine Tür ist und ich komme in dieser verfickten Welt, liebe Lehrerin mit deinem Dir bleibt nichts anderes übrig! Wenn ich größeres Auto hätte, würde ich über dich drüber fahren, aber leider kann ich nur runter. Wenn ich in dieser Welt, in New York, gehe ich zu irgendeinem Laden, bumm, dann machen die Tür auf, ja? Und dann stehen da zwei Männer oder Frauen oder beides gleichzeitig. Und dann sagen die, oh my God, are you the Matchbox Auto Test Fahrer? This very, very wealthy Auto Matchbox Test Fahrer! Und wenn es dann auch noch ein Handschuhgeschäft ist, dann sagen die, we have leather clothes for you. You can test your auto much better. Ich habe mir eine Melodie schreiben lassen. Spiel mal die Melodie. Die Melodie des Auto Matchbox Testfahrers. Mit dem dicksten Schaltknüppel des Universums. Fuck! War natürlich nur ein Fake. Was ist das? Ich dachte mir. Pack ihn wieder ein! Ich hab gar nichts ausgepackt, ich wollte nur noch für die Kinder was erzählen. Na gut. Also, herzlichen so bitte. Wahnsinn, ich habe jetzt hier sogar jemanden, der mir das Papier hinhält. Was der nicht weiß, ist, dass ich es nicht lesen kann ohne Brille. Und meine Brille immer woanders ist. Also nie da. Ja, lies! Um die Wahrheit zu sagen, ich habe noch nicht mal eine Brille, deswegen kann die auch gar nicht da sein, wo ich bin. So, aber es kommt die Trizophrenie. Und da habe ich erfahren, dass wir über diesen wunderbaren YouTube-Chat, hinten ist mein Echo, dass wir drei Begriffe abgefragt haben. Und ich frage jetzt meinen Techniker, kam ein Echo? Ja, ja. Wegen Echo, verstehen Sie? Danke. Wir sind zum... Gut, wir haben hitzköpfig. Schreib's auf, ich kann es mir auch so merken. Hitzköpfig ist wunderbar. Und Trizophrenie für die Leute, die gerade erst zugeschaltet haben und sich dachten, das Fußballspiel ist ja echt langweilig. Ja. Verängstigt. Wir haben zwei Personen. Bei einer Person wechselt immer das Gemüt sozusagen. Der ist mal ängstlich. Oder mal, was haben wir? Euphorisch, verängstigt und hitzköpfig. Hitzköpfig.
euphorisch, ängstlich. Und das immer im Wechsel. Dann brauchen wir noch, hast du irgendwas wie Spielort oder irgendwas? Ja, anfangs? Haben wir schon? Ein Banküberfall. Ein Banküberfall. Dann freue ich mich, unsere zwei Protagonisten begrüßen zu können. Und das sind Moritz und ich selbst. Das müsst ihr, wir reden drüber. Willst du haben? Willst du es haben? Es gibt gewisse Dinge, die will keiner haben, aber... Willst du die Trizophrenie haben? Willst du haben? Willst du haben? Nein. Es tut mir auch leid, aber... Doch, ich bin ganz euphorisch, wenn du das hast. Wow, ich bin schon drin. So. Wir bräuchten noch einen... Jetzt sind die Kollegen aber sauer irgendwie. Aber hättet ihr nicht geschwätzt, ne? Hättet ihr mal aufgepasst? Immer schön aufpassen, ja, in der letzten Reihe. Ihr kommt überhaupt nicht mehr dran. So sieht's aus. Haben wir uns geeinigt? Genau. Ist das schon das Spiel? Wir haben uns nicht geeinigt. Wir können ja die Leute raten lassen, wer es hat. Okay. Okay. Und haben wir jemanden, der... Wir haben Spiel... Ja, wir bräuchten einen, der reinruft. Und wir haben einen Banküberfall, ne? Ja. Ja. Wenn ich geschafft. Oh, Herr, wir müssen euch mal vorbereiten. Okay, Banküberfall, oder? Ja. Ja. Eine. Drei. Rolli? Verängstigt. Rolli? Da versteckst du dich. Rolli. Kennen wir uns? Ach, Rolli, jetzt hör doch auf, wir wollen doch noch eine Bank überfallen. Ja, ich weiß nicht ganz mehr. Ich hab gehört, dass man manchmal ins Gefängnis kommen kann dafür. Ach, Rolli. Wir haben doch alles monatelang geplant. Ja. Ja, Ich finde, dass du das super machst. Das war ja abgemacht. Du spielst den verängstigten, etwas verwirrten Typen in der Bank, suchst deine EC-Karte, schneidest dich an mir und sagst, Hilfe, die Sparkasse hat mich angegriffen. Okay, also ich... Und darauf reagiert der von der Deutschen Bank und sagt, so ist nun mal die Sparkasse, die greift einen an. Ja, nicht und so schnell, nicht so schnell, ich warte mal. Also ich gehe rein und schneide den Mann von der Sparkasse. Nein, du nimmst die EC-Karte... Die du nicht erst findest, du suchst sie, ganz nervös. Okay. Ja, genau so. Ja, gut. Und dann findest du sie und vor lauter Schreck schneidest du dir in den Finger. Okay, ja. Hitzköpfig. Nicht jetzt. Das ist ein Scheißplan, weißt du das? Das ist ein Scheißplan. Das ist kein Scheißplan, aber wenn du dir jetzt den Finger schneidest, du sollst du doch nicht. Pass auf, ich schneide dir nicht den Finger, ich schneide dem in alles. In alles. In seinen Finger. In meinem Kleinen und dann machen wir Blutbruderschaft und dann hat er AIDS. Halt nicht. Rolli! Du schneidest dir in den Finger. Und dann sagst du... Ich finde, das reicht nicht! Wir müssen ein bisschen aggressiver sein. Wir müssen den Leuten Angst machen. Wir müssen Angst machen. Wir müssen richtig, richtig rein da! Und dann sagst du... Jetzt sag den Satz, den wir abgesprochen haben. Im Herbst fallen die Blätter leicht... Ja! Genau! Im Herbst fallen die Blätter, genau so. Im Herbst fallen die Blätter. Und dann nimmst du die EC-Karte und schmeißt sie wie ein Bumerang durch das Sicherheitsglas. Zack! Und dann geht die dann durch. Und dann geht die hinten wieder raus. Zack! Und dann fange ich sie. Okay. Boom! Und sag, Entschuldigung, ist das Ihre EC-Karte? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, das finde ich super. Ja! Ja! Ja. Und weißt du, was ich dann mache? Nein! Erzähl! Jetzt pass auf! Ja! Dann nehme ich die EC-Karte. Ja! Und lest den Namen vor. Nein, das ist aber nicht aufgekommen. Und ich sage, Rolli von Rollhofen. Aber das sind Sie der berühmte Rolli von Rollhofen? Und du sagst, nein, das ist er. Wer? Ist ja egal. Ja, super Idee. Ja, super Idee. Ja, ja, ja. Und dann, pass auf. Ja. Dann nehme ich die EC-Karte, mach so. Ja. Hab sie in der Hand. Nein. Werf sie mir zu. Und ich lasse sie einfach fallen.
Genau, aber die fliegt wie ein Schmetterling. Ah. Und die Kassiererin, die kriegt da dieses Herzpochen. Dieses, mein Gott, ist das eine romantische Szene. Und ich mach einen auf. Ich mach den Sound dazu. Verängstigt. Ja, aber das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Also mit dem Sound, vielleicht können wir da eher was Leichteres nehmen. Ich dachte auch, dass der Schmetterling eher so dann groß wird und so Dracula-Zähne bekommt. Aha. Und dann zack, in den Nacken der Kassiererin reinbeißt und ja, den Satz das sagt, bisschen, nee, das Geld nein, oder Goldstein. Ich möchte das so nicht. Ich finde das nicht gut. Das was ist mir zu viel. Das ist mir dann irgendwann auch zu viel. Weißt du was? Nein. Rolli, jetzt beruhig dich wieder. Ich möchte das nur nicht. Rolli, ich habe gesagt, ja, ja, hast du mir das einen Monat überlegt, aber jetzt gerade werfen wir nochmal den ganzen Plan und ich finde das nicht in Ordnung. Rolli, wir lassen die EC-Karte weg. Wir nehmen eine Mastercard. Hitzköpfig. Was ist eine Mastercard? Bist du bescheuert? Warum bin ich bescheuert? Wir sind ja keine Master. Das ist durchschaut doch ja, wieder. Gut, okay, dann nehmen wir eine Visa-V-Card. Visa-V, das gibt's gar nicht. Es gibt eine Visa, aber es gibt eine Wie. Wir nehmen eine ganz normale Magnetkarte aus dem Volke! Magnetkarte? Das ist gut. Und dann schneiden wir jeden auf! Ja! Ja! Wir nehmen eine weiße Weißkarte ja. von den Weißen! Das und schneiden ein Weiß damit ab! Und dann nehmen wir grünes Geld! Ja! Ja! Das Geld muss grün sein! Ja, das Geld muss grün sein! Und das Gold muss. Verängstigt! Das Gold muss gar nicht da sein. Nee, das muss gar nicht da Gold sein. Ist auch zu nein, schwer. Nein, das wäre auch zu schwer. Da hätte ich ein bisschen Angst. Gold? Ja. Das letzte Mal, wo ich einen Banküberfall hatte. Nein. Und doch. Oh. Und dann hat der zu mir gesagt, nimm die. Jetzt pass auf, ich mach's. Ja, auf. Ja, ich guck dann hin. Dann hat der gesagt, nimm die Goldtasche. Ich greif so und es macht. Nein. 10 Jahre Knast. Ja, da habe ich auch Angst. 10 Jahre Knast mit Hexenschuss. Ja, 10 Jahre Knast. Ein Hexenschuss ist gut. Ist es wert. Verstehst? Dann ja. nehme ich die Tasche, ich schmeiß sie nach oben und dann fällt das Gold auf uns runter und wir filmen uns gegenseitig. Ja, das ist eine Idee. Fick ich dich voll hin. Doch, das ist super, ja. Holly. Wirklich gesagt, nein, ich knicke dich von hinten gesagt, so sieht's aus. Auf jeden Fall bis 16. Ab 18 habe ich gesagt, was ich nicht wiederholen werde, gar nichts von hinten. Okay, wie sieht's aus? Hat irgendjemand Lust? Ja! Wir ja. brauchen noch Begriffe. Wir brauchen noch mal Begriffe. Es tut uns leid, dass wir bei der Hitze, bei 40 Grad im Schatten und wahrscheinlich mit Belüftung nur 35 Grad im Schatten, so schreckliche Dinge wie Begriffe von euch einfordern. Ich kann jetzt leider das zeitlich erkennen. Haben wir denn noch ein paar Begriffe? Wie sieht's aus? Das waren übrigens super Begriffe. Ich weiß ja nicht, wer sie geschickt hat, aber danke, lieber Detlef und liebe Marion. Haben wir noch drei? Also noch nicht, wir haben einmal genial, aber das ist auch... Genial ist, ja, das ist ja... Ja. Genial? Ist genial? Ja, sowas wie sehr kreativ vielleicht. Genial im Sinne von sehr... Ja, bist doch schön. Kreativ. Ja? Dann haben wir schon einen. Einen haben wir, oder wir brauchen noch... Darf ich nach vorne gehen? Du darfst gerne nach vorne gehen. Juhu! Ich wünsche mir, dass du nach vorne gehst. Es gibt keinen anderen Platz für dich wie vorne. Wir bräuchten noch einen Partner oder eine Partnerin. Wobei, Poch das eigentlich nicht braucht. Muss man jetzt schon mal so sagen. Nein, also der ich hoffe, du nimmst es uns auch nicht übel. Wir wollten dich ein bisschen rausbringen, aber wir waren so peinlich hinter diesem Sofa, dass ich hoffe, dass... Ah, da kommt der Sebastian Kubis. Und wir kriegen noch ein paar Begriffe zugeschickt. Es ist auch bei der Hitze, es ist erwiesen, dass das mit den Begriffen etwas länger dauert. Also der erste Begriff wäre da. Noch einer? Ja, lethargisch. Lethargisch? Aber wir hatten auch noch Horny im Chat. Horny im Chat. Ich übersetze es mal. Selbstverliebt ist sehr schön. Wir nehmen selbstverliebt. Also was nehmen wir selbstverliebt? Selbstverliebt ist sehr schön. Und was das ist das dritte? Das ist dasselbe wie Horny. Ja. Manchmal. Also, wir haben genial und selbstverliebt und noch was? Genial, selbstverliebt. Und lethargisch. Und lethargisch. Das ist sehr schön, weil es so ein bisschen auseinander. Okay, also lethargisch ist sowas wie melancholisch und... Und haben wir vielleicht auch noch einen Spielort oder sowas? Irgendwie, ich weiß, wir haben es gar nicht abgefragt, aber... Fahrschule.
Fahrschule, wunderbar. Ja, wir haben es nämlich selber zusammengelegt, aber das will ich alles anfragen. Jetzt hau ich einfach mal, wir machen trotzdem, ja? Was machen wir? Auf geht's. Wer ist denn was jetzt? Könnt ihr euch überlegen? Herr Schulz, setzen Sie sich mal bitte vernünftig hin. So, so. Können Sie kein Auto fahren. So, Sie brauchen gar nicht mehr. Ah ja, stimmt, der Arm. Ja. So, Sie brauchen auch den zweiten Arm und dann müssen Sie den Motor zünden, bevor wir losfahren können. Ah, okay, ich hatte mich schon gefragt. Genau. Hier, ne? Ja. Genial. Die Kupplung dabei bitte betätigen. Kein Problem. Wissen Sie, wie so eine Kupplung funktioniert? Das ist der Hammer. Ja. Das sind zwei Felder und dann. Hände ans Lenkrad, bitte. Oh, okay. Ich möchte Sie nicht nötigen müssen, aber. Ach, das schaffen gut. Sie gar nicht. Ich bin so genial. Soll ich Ihnen den Bremsweg eben berechnen? Okay. Ha? Die nächste links, bitte. Okay. Lethargisch. Ist ein bisschen zu einfach, aber. Können wir nicht weiter geradeaus fahren? Können Sie bitte nach vorne gucken? Was macht das für einen Sinn, nach vorne zu gucken, Herr Schulz? Sonst muss ich gleich das Fahren übernehmen. Nicht motivieren. Was macht das für einen Sinn, nach vorne? Vorsicht, die Oma! Die Oma, die ist doch eh schon. Die hat ihr Leben gelebt, Mann. Ich verstehe sowieso nicht, was. Damit wären sie jetzt in der Prüfung durchgefallen. Ach, scheiß doch, so eine Prüfung. Selbstverliebt. Was soll denn das? Die mach ich eh mit links. Rudi. Alter, so mach ich die Prüfung. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Nicht so schnell. Ach, schnell. Hier ist verkehrsberuhigter Bereich. Ich kann noch 80 fahren. Ich hab's im Griff. Hey, bleib locker. Mann, ich schwamm dich mal, Alter. Was ist los? Warum funktioniert denn? Ach, die hat als ich genial war, habe ich die beide Hände ans Steuer. Hey, Mann, bleib doch mal locker, Mann. Sie bremsen jetzt sofort das Auto. Sonst wir fahren rechts ran. Lass dir den... Rechts ran fahren. Kann ich nicht... Herr Schulz, das ist lebensgefährlich, was Sie hier tun. Das macht keinen Sinn. Ich fahre nicht rechts ran, nein. Warum immer rechts ranfahren? Was tun Sie denn? Ich habe nicht gesagt, Sie sollen auf die Autobahn fahren. So. Herr Schulz, fahren Sie bitte an den Seitenstreifen, okay? Es ich ist in den Gegenverkehr. Genial! Was? Nein, tun Sie das nicht! Tun Sie das nicht! Ich kann nicht! Das Manöver gesehen? Alles berechnet. Hey, mach dir nicht ins Geld, Mann. Sehen Sie, alles berechnet. Hey, was ist denn los? Herr Schulz, bitte! Mann, bevor ich hier die Prüfung gemacht habe, habe ich schon 1000 Autos gefahren. Nicht. Hey, ich bin der beste Fahrschüler Deutschlands. Wahrscheinlich sogar der ganzen Welt, Mann. Das macht dir nicht ins Hemd, Alter. Komm. Ich habe meine Lebensversicherung nicht abgeschlossen. Lebensversicherung? Das Leben ist jetzt, Mann. Komm, entspann dich, fahr eine Runde mit mir. Ellenbogen aus dem Fenster. Das ist lebensgefährlich, sie bringen doch jemanden um! Horny! Oh, hey, hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, gut dieses Spießerhemd hier steht? Was? Ja? Was reden Sie da? Gucken Sie nach vorne, verdammte Scheiße, Mann! Aber ich werde Sie anzeigen! Was für ein Anzeigen, Mann? Wegen sexy oder was? Ne? Was? Ja, soll ich mal rechts anfahren? Oh Gott! Dominik Hoch als Schisser und Sebastian Kubis als alles Mögliche. Und wir kommen jetzt ganz langsam, ihr könnt gerne vorne bleiben, zum Ende. Und zum Ende haben wir uns gedacht, wir machen noch einen kleinen Song. Song. So einen ganz kleinen Song und da schicken wir uns einfach schöne einzelne Wörter. Das ist wieder mit der Lautstärke, wenn ich direkt rede. Einzelne Wörter. Ich muss es ins Licht nehmen. Wir hatten uns vorher abgesprochen, wir hätten gerne einen Gegenstand. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das bedeutet, wenn man einen schönen Gegenstand ausspricht. Aber für uns bedeutet es ganz oft
Leben. Ja, so ist es im Theater. Lebensstand? Da hat man einen Lebensstand, so wie Messer. Der eine sagt Messer. Und der andere sagt Messer. Und beide sagen es gleich. Aber sie meinen was anders. Das ist halt ein Gegenstand. Ich kann auf deinem Messer kann ich ein Brot schneiden. Aber ich kann auch Rippen brechen. Kommt das Messer drauf an. Also ich habe kein Messer. Hört ihr eigentlich auch diese Stimme im Hintergrund, die ganze Zeit immer erzählt? Wie sowas Birsches, ne? Ich bin die Stimme im Hintergrund. Ich finde es gerade so lustig, weil das Mikrofon, ich habe das jetzt so eingestellt, dass es nicht mehr runtergehen kann, weil es ist schon unten sozusagen. Also ich kann einen Mikrofonständer nicht empfehlen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Gott sei Dank muss ich den Namen nicht nennen. Ich warte auf... Wir haben Begrifflichkeiten. Haben wir Gegenstände auch? Ja, ja, ja. Wunderbar. Dann gehe ich mal rüber. Ich muss leider mitmachen bei der Musik. Die Patentante. Die Patentante? Möchte jemand eine Patentante haben? Dann ist das wieder fürs Theater hätte ich gerne noch eine. Ja. Eine Theaterpatentante. Ja, da müssen schon unsere Theaterpatenschaften erwähnt. Gegenstand. Ja. Ist ein Gegenstand. Trittleiter hätte ich. Trittleiter, nehme ich. Okay, ich nehme die Patentante. Okay, ich nehme die Trittleiter. Pflasterstein. Ja, nehme ich auch nicht. Pflasterstein nehme ich. Froschkönig. Froschkönig. Und Kühltruhe oder Dumbledore, kannst du ja auch so. Dasselbe mehr oder weniger. Kühltruhe. Okay. Ich bin mehr so der Voldemort auf der Nase. Yeah.
Schröder. Vom Theater Institut der Info-Late-Night-Show. Und wir geben zu, wir haben heute ein paar Gäste reingelassen, irgendwie Knopf und Duck. Und die anderen sind auch da. Und wir freuen uns, dass ihr auch da wart. Und jetzt wird erstmal am Wochenende geschwitzt. Wir werden Plakate aufhängen. Wir werden jeden nerven und jeden ansprechen wegen dieser Theaterpatenschaft irgendwie so. Wir haben ausgemacht, morgen gibt es einen internen Battle. Jeder ruft jeden an, wie viele Theaterpartner habt ihr schon erobert. Eins steht fest, wir schwitzen uns gerade kaputt und sind froh, dass wir eine tolle Show hatten. Ich hoffe, ihr auch. Wenn das mit den neuen Räumlichkeiten klappt, dann können wir definitiv auch schneller und besser durchlüften. Das steht fest. So, also, genau. Stellt schon mal den Sektkühl. So sieht's aus. Ich bin dann der Heimer. Ciao. Peace up. Jetzt wieder mal.